Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Einführung in den Koran. In diesem Teil geht es um drei wichtige Punkte. Erstens, der Unterschied zwischen dem Koran auf Arabisch und der deutschen Übersetzung. Zweitens, nennen wir kurz einige Übersetzungen, die man zur Hilfe nehmen kann. Und drittens, gehen wir auf die Wichtigkeit der Interpretation des Korans ein. Und wir nennen auch die verschiedenen Methoden, wie die Gelehrten ihn erklären. Nun solltest du dir, was die Koranübersetzungen angeht, über einige Dinge bewusst sein. Erstens, es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Koran und einer lediglichen Übersetzung. Eine Übersetzung des Korans stellt nicht das Wort Allahs dar, denn der Koran im eigentlichen Sinne ist das exakte und wortwörtliche arabische Wort, welches von Gott gesprochen und den Propheten über den Gabriel offenbart wurde. Gott hat also auf Arabisch gesprochen und somit entspricht es nur dem arabischen Koran, wie Allah sagt: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Gewiss, wir sandten ihn als einen arabischen Koran hinab, damit ihr euch besinnt. Eine Übersetzung ist einfach ein Versuch, die Bedeutungen des Korans in eine andere Sprache zu bringen. Und dadurch verliert der übersetzte Text die Unnachahmlichkeit und Einzigartigkeit des Originals. Deshalb wird nur der arabisch rezitierte Koran wirklich auch als Rezitation bezeichnet und nur die arabische Rezitation wird im Gebet angenommen. Du kannst also nicht einfach mit einer deutschen Übersetzung beten. Zweitens, es gibt keine perfekte Übersetzung des Korans, denn sie sind von Menschen gemacht, wohingegen der Koran, wie vorhin erwähnt, von Allah so offenbart wurde. 1:1. Jede Übersetzung hat deswegen einen gewissen Grad an Fehlern. Einige Übersetzungen sind zum Beispiel besser in ihrer sprachlichen Qualität, hören sich eventuell poetischer an und klingen angenehmer. Andere Übersetzungen klingen vielleicht nicht so schön, sind aber fachsprachlich eher geeignet und werden auf dem akademischen Niveau eher empfohlen. Deswegen gibt es im Deutschen auch mehrere Übersetzungen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Es gibt eine Übersetzung von Nadim Ilyas und Frank Bubenheim, die von der Koran-Druckerei in der Prophetenstadt Medina gedruckt wird. Bei dieser Übersetzung handelt es sich um eine traditionalistische und sehr textnahe Übersetzung. Diese Ausgabe ist auch sehr verbreitet und wird von sehr vielen deutschen Muslimen bevorzugt. Besonders gut ist hier die Anordnung der Verse, was das Lesen dieser Übersetzung einfacher macht. Es gibt noch weitere Übersetzungen, unter anderem von einigen Orientalisten. Jedoch bist du mit der Übersetzung von Nadim und Bubenheim auf sicherstem Weg, inshallah. Kommen wir nun zum letzten Punkt, und zwar die Auslegung des Korans. Obwohl die Bedeutungen des Korans im Wesentlichen leicht und eindeutig zu verstehen sind, muss man aufpassen, Behauptungen über den Islam aufzustellen, ohne sich dabei auf authentische Quellen und Erklärungen zu stützen. Der Beste, der den Koran erklärte, war natürlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er erklärte ihn seinen Gefährten und diese Erklärungen wurden gesammelt und bis heute bewahrt. Allah, der Erhabene, sagt: Wir sandten dir die Ermahnung hinab, damit du den Menschen das erläuterst, was ihnen nach und nach hinabgesandt wurde und damit sie sich besinnen. Aber einige der tieferen Bedeutungsinhalte des Korans zu verstehen, sollte man sich an Erläuterungen wenden, welche die Erklärung des Propheten und seiner Gefährten erwähnen, anstatt sich nur auf unser eigenes Textverständnis zu verlassen. Mit der Zeit hat sich innerhalb der Islamwissenschaften eine bestimmte Methodik für die Auslegung des Korans entwickelt. Man nennt die Wissenschaft über den Koran Ulum al-Quran oder ganz einfach Koranwissenschaften. Es ist ein äußerst spezialisiertes Feld der Islamforschung und auf diesem Gebiet forschen und referieren nur Gelehrte, deren Kenntnisse wirklich über viele andere Wissenschaften gehen. Solche Gelehrte müssen viel wissen über die Gebiete wie zum Beispiel Koranexegese, der Rezitation, dem historischen Kontext der Offenbarung und sie müssen über die Aufhebung bestimmter Verse präzise Bescheid wissen. Dann benötigen sie noch ein verstärktes Wissen in Bezug auf die Grammatik, welche im Koran ziemlich speziell ist, da es viele unübliche Begriffe und Satzstellungen gibt, die in der heutigen Sprache nicht bzw. sehr gering vorkommen. Auch haben sie Wissen über
rechtswissenschaftliche Regelungen sowie die arabische Sprache insgesamt und, und. Du merkst also schon, der Koran ist zwar für jeden Menschen gesandt worden und eine Rechtsleitung für die gesamte Menschheit und viele Verse sind sehr eindeutig, jedoch für ein tiefergehendes Wissen auf einem wissenschaftlichen Niveau benötigt man auch tiefgehende Fertigkeit. Es gibt verschiedene Methoden, einen speziellen Vers zu erklären. Man könnte sie im Allgemeinen in 5 Methoden aufteilen. Erstens, die Erläuterung des Korans erklärt sich selbst anhand des Korans. Das heißt, dass ein Aspekt in einer Stelle erwähnt wird, also allgemein erwähnt wird, und in einem anderen Vers detaillierter. Zum Beispiel sagt Allah beim Himmel und dem Pochenden. Und was lässt es wissen, was der Pochende ist? Dies beantwortet Allah im darauffolgenden Vers, indem er sagt, es ist der durchbohrend helle Stern. Zweitens, die Erläuterung des Korans anhand der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dass man die Erklärung der Verse basierend auf der Erklärung und der Aussagen des Propheten macht. Zum Beispiel, als Allah sagte, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Da sagten die Gefährten, und wer von uns hat keine Ungerechtigkeit begangen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte dann, was damit gemeint ist, indem er den folgenden Vers rezitierte. Und gedenke, als Luqman zu seinem Sohn sagte, indem er ihn ermahnte, O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. Das bedeutet, dass mit dem Unrecht im ersten Vers die Götzendienerei gemeint ist. Drittens, die Erläuterung des Korans anhand der Aussagen der Gefährten, denn sie haben mit dem Propheten gelebt und direkt von ihm gelernt. Sie kennen auch den historischen Kontext am besten. Ein Beispiel hierfür ist die Aussage des Gefährten Abdullah Mas'ud, der den Vers erklärt, wo Allah sagt, unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen. Abdullah Mas'ud sagt, dass mit zerstreuender Unterhaltung Musik und Musikinstrumente gemeint ist. Viertens, die Erläuterung des Korans durch die arabische Sprache. Das heißt, hier wird vorwiegend der sprachliche Hintergrund, die Grammatik sowie die Wortbedeutung berücksichtigt. Fünftens, die Erläuterung des Korans anhand der Meinung der Gelehrten, sofern diese nicht den 4 oben genannten Methoden widerspricht. Der Gelehrte versucht also einen Vers zu verstehen und zu analysieren und auch Weisheiten und Zusammenhänge zu erkennen. Und oft ist es so, dass alle 4 Methoden gleichzeitig für eine Erklärung berücksichtigt werden. Ein letzter Ratschlag. Während du den Koran liest, mach dir Notizen, schreib deine Fragen nieder, die während des Lesens aufkommen und wende dich schließlich an diejenigen, die anständiges Wissen über Islam haben und nehme ihre Erklärung an, sofern diese auf Beweisen basiert. Möge Allah Azza wa Jal uns den Koran verständlich machen und uns helfen, nach ihm zu leben und ihn zu lieben. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.